Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Jenner hier mit der Mütze und mit dem weißen Shirt. Das ist der Marc. Hallo zusammen. Ja, Marc Hagenbeck und ich bin der Sashi und wir reden heute über den 24. Februar. Und am 24. Februar haben wir natürlich wieder ein Geburtstagskind, das bekannt ist im ganzen Land. Genau, am 24. Februar 1955 wurde Alain Prost geboren. Ah, Alain Prost ist der Weltmeister. Französischer Rennfahrer, genau. Das war doch der Widersacher immer von Ayrton Senna. Richtig, genau. Und der wurde viermal Weltmeister. 1985, 1986, 1989 und 1993. Ja, die haben sich immer bekriegt, der Ayrton Senna und der Alain Prost. Mhm. Und das wurde auch immer am Rande der Strecke auch manchmal ganz schön heftig, ne? Also die haben sich da auch schon genau, und ich habe mal so eine Doku gesehen von Senna. Ja. Heißt auch so. Und da hat man gesehen, wie sehr die verfeindet waren. Alain Prost, Franzose, Senna, Brasilianer. Und die beiden haben sich so auf der Rennstrecke auch bekriegt, dass auch teilweise irgendwie Unfälle geschehen sind und sowas. Genau. Und der Alain Prost, pass auf, der Senna ist in einem Jahr durch so eine Schikane gefahren, weil er da gestanden hat und nicht weiterkam oder irgendwas. Er ist einfach weitergefahren sozusagen, hat dadurch die Fahrbahn, hat sich keinen Vorteil verschafft zeitlich, aber er hat die Fahrbahn so ein bisschen abgekürzt. Und in dem Moment, wo er die Fahrbahn abgekürzt hatte, wurde er disqualifiziert bei diesem Rennen. Und der Alain Prost war der Nutznießer und wurde dadurch Weltmeister. Ah, okay. Und das war so ein Riesending. Ja. Aber was für ein Riesending, sage ich dir. So groß. So. Das ist was anderes. Ja, am 24. Februar passend dazu, 1932 erreichte der Rennfahrer Malcolm Campbell in Daytona erstmals eine Geschwindigkeit von über 400 Stundenkilometer mit seinem Napier Campbell Rennwagen. Wow. Er fuhr genau 408,714 Kilometer die Stunde. Ja. Das ist verdammt schnell. Vor allem 1932. 1932, überleg das mal. Ja, genau. Da war ja die Sicherheitstechnologie noch gar nicht. Sicherheitstechnologie, der ist in Rundhose gefahren, der hat gar nichts anderes gemacht. Ohne Buchs. Ja, von wegen irgendwie so feuerfeste Dingens da und Helme und sowas. Ja, ja. Am Arsch haben sie auch keine feuerfesten Dings gehabt. Noch nicht mal da. Ja, noch nicht mal da. Am 24. Februar haben wir aber auch ein Fakt des Tages. Tadam! Und zwar Fakt des Tages: Die Mona Lisa hat keine Augenbrauen. Da guckst du, hm? Echt? Kannst du eigentlich so mit den Augenbrauen spielen, so? Ja, ich kann das nicht so. Ich kann das noch nie so, also so Dinge auch mit den Fingern knacken. Mit der anderen Seite kann ich das nicht. Ich kann das mit der Seite so ein bisschen. Mit den Finger knacken kannst du nicht? Nee. So. Ah! Warte mal. Ah! Hier, der auch. Ah! Warte mal, mit dem Daumen. Ah! Ich kann sogar mit dem Kopf. Mit dem Kopf kann ich. Nein, bitte. Oh, ich weiß nicht, ob man es gehört hat jetzt. Ja, hat man. Also, übers Mikro weiß ich nicht genau. Oh Gott, stellt euch vor, es hätte geknackt. Ja. Aber es hat? Es ist furchtbar. Man soll das auch gar nicht so oft machen. Nee, es heißt ja immer so irgendwie Gicht. Bleib so stehen. Ach, bleib so stehen, genau. Ja, wurscht. Wo war ich stehen geblieben? Achso, ja, das waren eigentlich die Augenbrauen. Das war's, ja. Aber die Augenbrauen, die hat keine Augenbrauen? Die hat keine Augenbrauen. Muss ich mal gucken. Komisch. Man spekuliert ja auch immer über die Mona Lisa, ob es vielleicht ein Junge war, der da gemalt wurde. Ja, beim Jungen haben wir ja auch Augenbrauen. Ja. Achso, das ist der Beweis. Dann muss es ein Junge gewesen sein. Ja, das lassen wir mal so stehen. Morgen sehen wir uns wieder am 25. Februar. Ich sage bis dahin, cheerio, Miss Sophie. Tschüssi, Gott. Ich kann mit der Nase. Warte mal. Ah! Aber auch so ein Zinken hier. Oh, warum mache ich den Scheiß überhaupt mit? Tschüss.